Die höchste Note 63 Punkten bei einem Challenger-Wettkampf in Bratislava. Ja, als wir die 67 Punkte gesehen haben, natürlich ist es eine sehr hohe Punktzahl, aber wir sind auch, also nach unserem Gefühl war, dass wir zum ersten Mal den Showdowns auch gut gelaufen sind in der Saison. Da waren nicht so viele Wackler und deshalb sagen wir das. Ja, vor allem technisch haben wir uns bei der Deutschen diese Woche verbessert. Also ich glaube, technisch waren wir noch nie im Showdown so gut wie gestern. Und, es war einfach sauber. Ja, es hat sich gut angefühlt. Schon beim Reingehen haben wir gewusst, also das packen wir. Und das ist jetzt so, ja, jetzt wissen wir, dass wir das können technisch, dass wir auch die Doubles kriegen können, die wir wollen. Und jetzt müssen wir weiterhin arbeiten und ja, besser werden. Ich habe noch eine Frage an die beiden anderen Teams. Wie geht es denn jetzt für euch weiter in der Saison? Also wir hatten ja im Grunde eigentlich eine Art Win-Win-Situation. Das heißt, wären wir Erster, wenn wir zu EM fahren, sind wir jetzt Zweiter, fahren wir zur Universiade, weil das der Verband so festgelegt hatte. wir freuen uns dann jetzt halt auf die Universiade. Das ist, glaube ich, so das Nächste, was ansteht. Und dann werden wir schauen. Das bringt jetzt die Saison jetzt nicht mehr so lang. Von daher, ja, und dann geht es eigentlich schon bald auch an die Vorbereitung für die nächste Saison. Ja, ja, also ja, kann ich mich nur anschließen. Und im Januar geht es dann für uns auch nochmal nach Amerika zum Training vor der Universiade. Ein paar drei Wochen hin zum Training und ja, um dann bestmöglich für die Universiade vorbereitet zu sein. Ja, bei uns sieht es eigentlich ähnlich aus. Also wir werden auch bei der Universiade teilnehmen, worauf wir uns auch sehr freuen. Ja, ich glaube, der Wettkampf wird schon cool, ist ja wie so eine kleine Olympiade. Und wir wollen vorher auch noch den Wettkampf in Turun laufen. Weil Chris und ich wollen ja auch noch die Bundeskader noch ein zweites Mal schaffen, im internationalen Wettbewerb. Da wir die Saison nicht so gut gestartet haben, haben wir die Punktzahl damals nicht erreicht. Und das ist uns jetzt ins Target gelungen. Bei der deutschen Meisterschaft auch, aber zählt leider nicht. Und deswegen wollen wir noch vor der Universiade noch einen Wettkampf laufen. Und es wird dann der in Turun sein mit hoffentlich einer recht akzeptablen Punktzahl.